Leute, heute zeige ich euch, wie man die Gurttrommel repariert. Das Problem war immer, dass man sich quasi nicht anschnallen konnte. Der Gurt hat halt immer blockiert, ne? Ja, die Verkleidung hier abnehmen könnt ihr in meinen anderen Videos sehen. BMW-Sitze ausbauen, F11, F10. Dann die Schraube hier lösen, die ist hier an der Seite. Ja. Die raus und dann haben wir halt das Gurtschloss. Das Problem ist, man sieht es meistens schon, es ist hier ein bisschen offen. Dieser Schlitz hier. Ich zeige euch warum, was da jetzt passiert ist. Wir machen die jetzt mal vorsichtig auf. So. Und jetzt sehen wir folgende Konstruktion. Also einmal das hier. Und einmal die Trommel selbst. Diese kleine Nase hier muss beim Zusammenbau, und das ist wichtig, hier in diese Aussparung rein. In diesen Knick, sage ich jetzt mal, in den Bogen. Warum der Gurt die ganze Zeit blockiert ist, weil das hier, dieses Teil hier, sich verschoben hat. Es ist eigentlich, ich schätze mal, dafür gebaut, dass man, wenn man auf dem Kopf liegt, dass der Gurt halt nicht nachlässt. Ich zeige euch mal, wie das ungefähr funktioniert. Ich drehe es mal um. Also es war jetzt halt so. Und eigentlich muss das so in der Waagerechten ausgerichtet sein, dass quasi, einen Moment, halte es mal so hoch. So. Ja, dass quasi das Ganze irgendwann mal aufmacht. Dieses kleine Rädchen da ist dafür zuständig, dass das hier sich quasi frei drehen kann. Sobald man also irgendwie auf dem Kopf steht, blockiert er mit der Nase hier und dann blockiert quasi das ganze Gurtschloss. Und das ist halt das Problem, dass das Teil nicht in der richtigen, ja, Position stand. Es hat sich quasi dadurch, dass sich das ein bisschen gelöst hat von dem Gurttrommel, hat sich das hier so ein bisschen verschoben um ein paar Positionen. Ich sag mal jetzt als Beispiel jetzt um ein paar Klicks. Ja, kann ja so sein. Oder halt so. Man sieht hier auch die ganzen. Moment, haben wir hier Licht? Ach doch, das ist schon mit Licht. Ja, die ganzen Aussparungen für die Position. Um es in die richtige Position zu bringen, muss man Folgendes machen. Erstens. Das Teil erstmal schauen, wie das da drauf kommt. Es gibt hier mehrere Löcher. Es kommt in dieses Loch, in dieses und in dieses rein. Und dann gibt es einmal neben den Stiften quasi ja, so eine Aussparung. Ich zeige dir mal. Also, so geht es nicht. Ja. So geht es auch nicht, weil dieser Stift hier. Der schwarze da hinten, der da halt keine Aussparung hat. Aber so geht's. Jetzt sieht man auch hier diese Aussparung für diesen schwarzen, keine Ahnung, für diese Nase hier. So, das heißt, er muss so rum. So wird er dann also eingebaut sein. Genauer gesagt, so. Das ist also oben. Hier sieht man auch so eine kleine Nase. Und wir bringen jetzt dieses weiße Teil, wie auch immer man das nennt, in die Waagerechte, also in die Position, da wo dies die Nase befindet. Ich würde es so machen. Na? So, dass ungefähr dieser weiße Rand hier mit dieser Nase hier abschließt. So würde ich es machen, denn dann kann sich das Teil, wenn man das in die richtige Position hält, auch drehen. Verändert sich der Winkel, lässt der Gurt halt nicht mehr los. Okay, jetzt kommt der komplizierte Teil, nämlich das Zusammenfriemeln. Jetzt haben wir das Teil, jetzt haben wir ja festgestellt, es muss ja nach oben hin, also hier so. Hier sieht man
die Form, dass die halt etwas anders ist. Ja, einmal hier so eine Platte und hier einmal so eine Halbrunde. Das muss entsprechend dieser Form entsprechen. Ja, das heißt, man setzt es erstmal so auf und dann dreht man es, bis man es in der richtigen Position hat. So, wir sind schon fast fertig. Jetzt muss man halt gucken, dass die eine Nase, die ich gesagt habe am Anfang, also die hier reingehört. Und das ist halt der behinderte Teil, wenn ich ehrlich bin. Ich bringe es einmal ungefähr in diese Position. Dann stecke ich es auf. Jetzt passt es auch. Ausnahmsweise mal sofort. So, und jetzt muss man da halt reinschauen. Ja, und dann erkennt man, wo ist mein Spezialwerkzeug? Dann erkennt man, dass diese Nase hier, sieht man das mit dem Licht? Diese Nase hier quasi. Warte. Ist das Kacke? Moment, geht man hier drin? Genau. Ja, genau. Das ist gut. Diese Nase hier, die hier, die muss genau da rein. In diese kleine Aussparung. Wenn ich jetzt so die Kamera weiterhalte, dann werde ich es halt nicht hinkriegen. Aber ihr wisst ja jetzt, was ich meine. Das hier muss, Moment, da in das Plastik rein. Ja? Ihr versucht es halt. Guckt da genauer hin. Jetzt zeigt er das auch an, dass der auch genau da reinkommt. Gegebenenfalls das weiße Ding ein bisschen drehen. In der Position. Na. So, jetzt ist es drin. Nochmal reinschauen und zumachen. Diese Stiftchen hier nochmal reindrücken. Das sind die sind dafür verantwortlich, dass das eigentlich, das hier eigentlich gar nicht aufgeht. Wenn man das mal sehen kann, wenn ich jetzt den Stift mal drauf drücke, hier kommt er dann raus. Der muss eigentlich komplett rein. Aber bei ihr ist es in dem Fall, also in diesem Fall ist es jetzt so, dass das Ganze schon gar nicht mehr hält. Ich schätze mal, ausgelutscht die Ecken oder was weiß ich warum. Deswegen werden wir es festkleben, sodass das Teil halt nicht mehr einfach so abgeht. So. Okay, und dann ist es halt so fest. Dann steht es halt da und es kann ganz normal wieder gelöst werden. Zieht man etwas näher dran, verrastet es, macht es ja auch richtig. Zieht man langsamer. Passiert jetzt Folgendes, das Fahrzeug ist auf der Seite. Geht nicht. Es ist halt dafür da, damit, wenn es auf der Seite liegt, der Gurt nicht entlastet ist und man nicht irgendwie doch mit dem Kopf an die Seite oder wenn es auf dem Kopf liegt, an das Dach kommt. Wenn man jetzt umdrehen würde, quasi simulieren würde, dass das Auto auf dem Dach liegt, es geht nicht, auch langsam nicht. Und das ist dieses super schlaue System. Sehr gut, viel Spaß, hoffe ich konnte jemandem helfen.